Nun? Ich habe gesündigt, mein Vater. Wie steht schon in der Bibel geschrieben? Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Also was hast du gesündigt? Ja, es ist nicht so schlimm, aber ich muss es doch irgendwie loswerden. Was schlimm ist oder nicht, das entscheidest nicht du, mein Sohn. Hier gelten Gottes Gesetze. Also. Ich bin vor ein paar Monaten auf so einem Seminar fremdgegangen. Keine große Sache. Es war ja auch mehr so ein One-Night-Stand. Was? Keine große Sache, sagst du? Keine große Sache, das ist aber das Allerletzte. Ja, ich weiß ja, Hochwürden. Das 9. Gebot, du Höllenhund. Das 9.? Keine Ahnung. Du sollst Vater und Mutter ehren? Das ist das 4. Warum predige ich eigentlich jeden Sonntag? Hä? Das 9. aber schnell, sonst gnade dir Gott. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib? Wie war das? Ich habe dich nicht ganz verstanden. Du sollst nicht begehren deines nächsten... Und was hast du gemacht, du elender Ehebrecher? Hä? Ich habe gegen das 9. Gebot verstoßen. Ich habe gesündigt. Ja, das tut weh, wenn die Sünde auf der Seele brennt. Wenn der Stachel der Verdammnis sich ins Fleisch bohrt. Was? Nur mal eben ein One-Night-Stand. Hier vorbeikommen, weichen, dann ist alles wieder in Ordnung. Ist es das, was du willst, du geiler Bock? Ist es das? Nein! Oh, wie ich euch hasse, ihr Verdammten, ihr Gottlosen! Du betest jetzt 100 Ave Maria und 50 Vater Unser. Ist das klar? Ja! Na also, Te Absolvo. Komm! Und dass mir das nicht wieder vorkommt. Verstanden? Ja, Vater. So, der nächste bitte.